Also Mittel. Erstes Game lief richtig gut, haben wir richtig geil gespielt. Zweites, drittes Game lief nicht so gut, habe ich aber auch nicht so gut gespielt. Also von daher waren schon deserved die Losses. Also im zweiten Game, wenn ich gut spiele, gewinnen wir. Und im dritten Game, würde ich sagen, hatten wir einfach overall schlechtere Team, mich eingeschlossen. So von daher. 1-2 ist jetzt für den Start schon, ist schon fein. Okay, die haben Kaiser Nami. Das wird im Early ein bisschen rough. Wobei wir ab Level 2, wenn ich QW habe, relativ gut für Catches auf Nami oder so gucken können. Also wir haben schon sehr viel All-In-Damage. Braum-Damage ist unterschätzt. Ja, das Problem ist, dass der halt wahrscheinlich nicht rankommt. Also wir wollen hier auf jeden Fall nicht traden und einfach nur für Wave spielen. Ne, 6 haben wir verloren. Ich bin jetzt auf dem Smurf. Geben wir mal einen saftigen Pull hier. Ich spiele gegen Zoas. Ich finde das immer noch so surreal, dass Zoas einfach bei fucking Wave jetzt spielt. Aber ich habe Zoas schon länger nicht mehr spielen sehen. Also der ist ja bei Agorins Tierlist auf D-Tier. Der scheint ja ein bisschen washed up zu sein, ne? Schade, wenn er da Ignite rauskriegt. Haben wir eigentlich gut outplayed. Nee, nee, stay. Muss ein bisschen auf mein Mana gucken. Nice. Schöne Trap. Diego ist dead, wir müssen noch eine Wave pushen hier. Sehr nice. Very good, very good. Okay. Boah, Junge, der braucht einen Recall. Verkauf mal einen Pot für Boots. Ja, das ist huge. 6 Tote in 10 Sekunden. Ich weiß gar nicht, ob sie die Wave rechtzeitig ausgepusht haben. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Ding. Wenn ich hier Boots gekauft hätte, dann wäre ich jetzt hier und könnte die Lane freezen. Ne? Sollte ich nochmal hart pushen? Ja, erstmal gucken, dass sie nicht schießt, ne? Solo-Plating für mich schmeckt. Free Drake auch für uns. Ah, sieht sehr gut aus, das Game.
Wollen jetzt, dass die Wave zu uns pusht? Weil dann können die eigentlich nicht mehr lane, weil die Nami kein Flash hat. Wir können die Wave 100% freezen und wenn die unseren Freeze contesten, dann killen wir die einfach. Ich hab Flash ab, ich muss nur die Bubble flashen. Dann können wir den Fight, glaube ich, einfach nicht verlieren. Ich will die Wave ein bisschen aussehen, dass sie nicht so huge ist. Nice. Oh, sorry. Upsi. Ich glaube, ich muss da nicht flashen, aber sicher ist sicher. Pfuuuuh. Exomuro, danke für den Zap. Ja, perfekter Recall wäre jetzt Boots gewesen, aber ist auch okay. Flash für Style Points. Ja, ich weiß gar nicht. Also das wären 200 Damage. Ich habe 400 HP gehabt oder so am Ende. Ich muss da nicht flashen. Guckst du um 16 Uhr das Event? Ich weiß nicht, ob man das live viewen darf auf Twitch. Also geplant habe ich es jetzt erstmal nicht. Aber seht ihr, ich wusste quasi schon eine Minute vorher, dass wir die killen werden. Einfach nur, weil wir die Wave halt richtig gemanagt haben. Ah, ich darf da nicht ulten für die Kaiser. Die ist 100% tot. Fuck. Ich da meine Ult save, dann killen wir den Viego auch. Und ich darf da nicht noch den einen Tower-Shot kriegen, glaube ich. Wobei, die hat auch noch wieder geflasht, die Nami. Ja, ich glaube, Ult save ist da das Play. Kaiser ist 100% dead in dem Moment. Nochmal wieder ein Fett Viego, passiert sehr selten. Ja, ohne die Tower, ich habe einen Tower-Shot, glaube ich, kassiert. Wenn ich den nicht kassiere, bin ich auch fein. Wir pushen in die Wave und gehen nur bis. Ja, die werden überhaupt genommen. Das ist halt das Problem, so Kaiser auf Lane ist schon sehr abusable. Ich glaube, wir spielen hart für Plates hier. Wenn wir wissen, wo Viego ist, wir können diven. Viego ist top, wir spielen hier, wir spielen hier, wir spielen hier. Die dürfen nicht mehr lanen hier unten. In dem Moment, in dem wir Viego top sehen, können die hier unten nichts mehr machen.
Jetzt kommt Diego-Bot. Probably. Kann sein, dass ich hier sogar tot bin. Wenn er Diego möchte, dass er durchläuft, kann er mich probably killen. Ich habe jetzt wieder Flash. Das Game ist ein richtig schönes Game, was zeigt, wie man Botlane abusen kann, wenn man ahead kommt. Und selbst der Tod war ja ein Fehler von mir. Imagine, ich hätte das auch noch perfekt gespielt, dann würde ich jetzt 7-0 stehen und hätte schon Tower. Das ist Botlane Kingdom gerade, aber sowas von, Alter. Aber man muss Botlane Kingdom auch noch auf die Map bringen. Ja, dein Königreich bringt nichts, wenn es 3 Quadratmeter groß ist. Die Snowball halt top hart. Hier First Blood Tower. Wir können ja einfach diven, was auch immer kommt. Aggressive Hopsnehmung. Ich glaube, die Kaiser will kein League of Legends mehr spielen. Imagine, du bist so erster Tag, neue Season. Oh, geil, Digga. Placements. Ja, Mann. Jetzt werde ich richtig schön tryern. Das Jahr wird mein Jahr. Junge, dieses Jahr wird krank. Wieso ist der Braum rausgegangen? Das war ja komplett free. Das war ja komplett free? What? Schade. Oh, wo kommt er her? Oh, fuck. Ich bin leider von AD Evelyn getötet worden. My bad. Der hat Shield Bow Ninja Tabis und kann mich one-shotten, ey. Krass. Cooler Champ. Oh, jetzt fehlen mir 100 Gold. So sad. Habe ich ein bisschen getunnelt auf meinen Phantom Dancer. Ich dachte mir so, oh, ich bin 5-1. Niemand kann mich gerade töten. Ja. Wahrscheinlich niemand, oder? Ich irgendwo Kohle. Ah, die Evelyn mit Range, das ist richtig. 400 Gold Shutdown für den. Ja, Digga, ich bin Surfer. Klar hütet mich das. Dieser Champ ist so beyond broken. Holy shit. Dass mich die Nami-Ulta noch hittet, ist traurig. Akshan könnte wieder around sein. Gegner haben halt Akshan und Viego. Wird ein hartes Game. Aber wir haben schon 2 Drakes. Wieso ist der wieder full life? Na gut, der hat Shield Bow. Wahrscheinlich Gromp gemacht oder so. Ich wurde leider geseason 11. Ich wurde einfach geseason 11. Nee, ist wirklich okay. Es ist wirklich chillig, dass ich da sterbe. Es ist wirklich in Ordnung. Er hat
er hat geultet. Er hat's gut gespielt, aber dass er das überhaupt kann, ist halt stupid. Aber er hat quasi, er ist in die Chompers reingelaufen und hat quasi geultet in der Animation. Und ich dachte, Botlane Kingdom juckt irgendwen. Ja, ist halt leider wirklich so, Digga. Ich dachte einfach, boah, Digga, ich bin 5-1. Also viel härter kann man Botlane nicht gewinnen. Und trotzdem juckt es die Leute einfach kein Stück. Ich spiele halt schon sehr respektlos, so muss man schon sagen, aber... ist trotzdem ein bisschen dumm, sind wir ehrlich. Scheiß Rolle. Steht 5-1 und kann einfach 1v4 drei Leute killen. Jede andere Rolle kann das. Jede andere Rolle im beschissenen Dreckspiel kann das. Ich bin gerade der nutzloseste Charakter in unserem Team. Ich stand 5-1. Ich bin der einzige Champion, der 2 Items hat in unserem Team. Und ich bin trotzdem nichts wert. Ich bin einfach nichts wert. So geil. So geil. Egal, wir machen weiter. Dass der Echo da for free natürlich in mich reinehen darf, ist natürlich auch sehr illegal, wenn wir 4 Leute haben, aber... ich kann halt nichts dagegen tun, so. Ne? Ich bin halt darauf angewiesen, dass andere Leute was dagegen tun. Aber ich bin jetzt auch 3-mal gestorben mit Flash auf Cooldown. Ne? Muss man auch dazu sagen. Ich muss einfach respekten, wenn ich keinen Flash habe, dass ich eine Sitting Duck bin und nichts machen kann. Doch kein YouTube-Video. Ja, wir schneiden einfach den Mittelpart raus, so. Und ab jetzt wird wieder gecarried. So, jetzt denken sich die Leute so, hä? Wo sind denn die 4 Tode hergekommen? Ja, schade. Wollte auch gar keinen Assist haben. Was sollen wir für Tower spielen? So, ab jetzt. Jetzt cutten wir wieder rein. Ab jetzt wird es wieder gutes Gameplay. Darf ich gerade noch mal kurz analysieren, was hier passiert ist? Der Viego ist gerade... oh, lass doch! Der ist gerade in 5 Leute reingesprungen, okay? Er ist einfach so reingeultet. Und dachte sich so, upsi, das war ja gar nicht gut. Und läuft raus! Als ob nichts gewesen ist! Chillig. So. Wir beruhigen uns jetzt wieder. Gut, dass wir auf den Smurf gegangen sind. Ich sag's, wie es ist. Gut, dass wir auf den Smurf gegangen sind. Aber ich brauche Infinity Edge, da bin ich turbo strong. Ist, wenn die Kaiser 2 Items hat, haben die Gegner 4 Champs, die mich one-shotten können. Akshan könnte auch wieder hier stehen, ne? Na, gegen Akshan musst du 1-1 wie gegen Evelynn spielen. Das ist genau das gleiche. Wir müssen ja Mitte Prior holen, Guys, ne? Kann ja nicht absteppen so. Akshan könnte schon hier sein.
My bad. Scheiße, Alter. Das war nicht so gut. Das ist nicht so gut gelaufen. Ich bin einfach das größte Fischfutter in diesem Game. Ich habe 200 CS, ich habe 5 Kills. Härter kann man Botler nicht stoppen. Und ich bin einfach Papier. Aber so ekliges, recyceltes Papier, was man noch aus der Schule kennt. Dieses bisschen gelbe Papier, was keiner benutzen will. Was aber irgendwie trotzdem im Drucker drin ist. Das bin ich. Straight up. Es ist so crazy, wirklich. Das Problem ist, ich mache einen entscheidenden Fehler in dem Game. Ich mache einen ganz entscheidenden Fehler, und zwar, ich will das Spiel spielen. Das ist mein Fehler in dem Game, so. Jetzt haben wir sie mit Infinity Edge, immerhin. Nee, also wirklich. In dem Game müsste mein Mindset sein, okay, ich bin 5-1. Die Gegner haben 1, 2, 3 Champions, die mich one-shotten wollen. Deren gesamtes Gameplay ist, mich zu one-shotten. Wie kann ich es um jeden Preis vermeiden, geone-shottet zu werden? Das ist halt der grundsätzliche... Also ich habe tatsächlich einfach eine komplett falsche Einstellung in so einem Game hier. Und zwar, wie gesagt, ich stehe 5-1 und denke, ich carry jetzt das Game. Aber das ist nicht meine Aufgabe in dem Spiel. Das ist straight up einfach nicht meine Aufgabe. Egal, ob ich 5-0, 10-0, 20-0 stehe, dieses Game zu carryen... ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist einfach nur, den Gegnern es so schwer zu machen wie möglich, mich zu töten. Und das ist halt echt schwierig, sich einzugestehen, dass egal wie fett du bist, deine Aufgabe ist nicht carryen. Deine Aufgabe ist nicht sterben und dadurch carryst du dann. Das ist halt extrem unsatisfying, aber so funktioniert halt League of Legends in Season 11 oder Season 12 jetzt ja schon. Und das ist halt einfach das Spiel. So, wir können uns das Replay angucken. Von meinen 7 Toten war 7-mal my bad. So, ich habe 7-mal was versucht, was einfach nicht mein Job ist in dem Game. Und das ist halt das Problem. Legit, wenn ich das Replay angucke, von den 7 Toten war jeder einzelne Tod, ich stand zu weit vorne. Weil ich versucht habe, Damage zu machen und zu auto-tanken. Aber... das ist halt straight up nicht mein Job. Mein Job ist nicht, auf die Gegner zuzurennen und Schaden zu machen. Mein Job ist, wegzulaufen und die Gegner daran zu hindern, an mir Damage zu machen. Und dadurch carry ich das Game. Das ist so dumm, es klingt. Das klingt mega dumm und unintuitiv, aber so funktioniert es halt. Ich hab Flash in 10. So, ich spiele jetzt den Fight wirklich mal so. Ich spiele jetzt den Fight einfach massiv Pussy und ihr werdet sehen, wie stark ich bin. Ich
So, ich stehe einfach hinten. Genau, Alter. Wieder! Ich habe wieder versucht, etwas zu tun, was nicht mein Job ist. It's bad. Da war zu deep. Und sterbe. Ja, der One-Shot nicht, der Typ. Ja, ich meine, ein Auto-Tag mehr und ich habe den Akshan, ne? War close. Das ist okay. Dafür kann man schon mal greenen. Ne, aber seht ihr in dem Fight? Oh, der hat fast gesehen. So, ich stehe out of range vom Echo. Der Echo wird ungeduldig und aid einfach irgendjemand anderes. Und dadurch darf ich dann for free das Game carryen. Also genau so funktioniert es halt. Zu dem Moment, wo Akshan da war, super, ja. Bis zu dem Moment war super, danach war Int. Beziehungsweise, ich muss dann auch committen, wenn ich für den Akshan. So, jetzt zum Beispiel wieder. Jetzt, ne? Unser Job ist, nicht sterben. Nicht sterben. Wie können wir es machen? Wo müssen wir stehen, dass wir nicht sterben? Seht ihr, wäre ich einen Schritt weiter nach vorne gegangen, wäre ich tot. Weil der Akshan mich one-shottet. Einen Schritt weiter nach vorne, ich bin instant tot. Weil der Akshan mich mit zwei Autotakes auf 10% burstet. Ich hätte den Vigo auch killen können. Ich habe leider einen Shot gemisst. Ich stehe einfach 8-8. Ha, ich hab nicht gestoppt. Ich hab nicht gestoppt. Ich dachte nicht, dass er mich echt killen kann. Ich dachte actually nicht, dass er das darf, aber er drammert uns. Das Problem ist, er macht ja... Er macht gar nicht so viel Damage mit E, obwohl er Lich Bane hat. Also nicht das Stopwatch, ist Instant Game Over. Aber das Game... Das Game ist wirklich das perfekte Beispiel an der gesamten Problematik von AD Carry. Ne? Ich sag nicht, dass AD Carry scheiße ist. Überhaupt nicht. Sondern... Das ist ein perfektes Beispiel von jeder einzelne Tod... War mein Fehler. Jeder einzelne. 100%. Wenn ich diese Fehler nicht mache, dann 1v9 ich das Game. Aber die Schwelle für Fehler, also wie leicht ich quasi einfach umfalle, das ist halt das Krasse so in dem Moment. Das ist actually Elder für die Gegner, ne? Das heißt, gehe ich jetzt Last Item dann Lord Dominix oder gehe ich BT? Ich glaube, ich gehe BT, weil
Dann werde ich halt nicht mehr gewonshottet. Guys, die haben Elder. Das ist euch bewusst, oder? Ihr wollt doch nicht wirklich gegen Elder fighten. Ist auch schon fast ausgelaufen. Wir haben echt nichts gemacht mit Elder. Ich meine, die können das Game eigentlich auch nicht gewinnen, so, wenn wir nicht trollen. Mit wir meine ich mich. Ich hätte eigentlich echt gerne nochmal Base gehen wollen. Wait, Jax, du hast kein TP. Bro. Ich hab schon wieder den entscheidenden Fehler gemacht und bin nach vorne gesteppt. Aber das ist okay. Diesmal war es okay, weil ich GA hatte. Ja, am Ende war es kein Fehler. Aber ich bin auch schon 9-mal deswegen gestorben. Was für ein Spiel, Alter. Aber Lane war geil. Alles danach war absolut bad. Aber Lane war insane. Also Lane haben wir richtig gut gespielt. Night Stroker.